Ho, ho, ho! Ich grüße euch total und recht herzlich. Ich spiele heute mal den Weihnachtsmann. Ich bin bei ihm am Nordpol. Er ist kräftig am Arbeiten, denn heute in einer Woche muss er loslegen. Heute in einer Woche kommt der Spirit von Weihnachten. Spirit, keine Geschenke. Geschenke, das sind wir. Wir sind Geschenke auf diesem Planeten. Wir sind Mann und Frau, wir sind Kinder. Egal wie. Egal. So, es ist Weihnachten, das ist klar. Ich weiß nicht, ob ich eure Herzen jetzt wachrüttle. Ich weiß nicht, ob ich eure Herzen mit meiner Sprache erreiche. So, erstmal sage ich Danke an alle meine Kunden. An alle meine Kunden, die da gewesen sind. Ich bin natürlich kein Weihnachtsmann, ich sehe nur so aus. Ja, bin auch nicht der Nikolaus, oh Graus. Nein, nein, ich bin ein Mann, geboren im Jahre des Herrn nach oder zu. Ich habe mein Alter, das ist richtig. Ich hätte mir meinen Bart wachsen lassen, aber habe ich nicht. Ich habe ihn gestutzt, er war mir doch ein bisschen zu wuchtig. Wie ich gesehen den Bart von gewissen anderen Schauspielern, die den Weihnachtsmann gespielt, ein Laudatio habt ihr klasse gemacht. So, in meinem Hintergrund seht ihr dessen, was ich gemacht für Kinder. Denn das, was ihr seht, ist für Kinder. Wir haben unser Alter, jeder Einzelne von euch. Ich bin auch zugänglich zu Ü60, Ü70. Die sind halt nicht mehr so unterwegs wie meiner einer. Ich bleibe nicht Kind. Ich bin auch kein Kind. Ich bin auch kein Rebell. Oh nein. Ich habe alles hinter mir. Ich habe es hinter mir. Es hat mir gereicht. Dass ich jetzt ein bisschen säuerlich bin, ist, weil das ist auch eine Ansage an unseren Oberbürgermeister. Unser Oberbürgermeister hat mich natürlich mal wieder angeschrieben, dass ich zur Impfung gehen soll. Das nennt man Persönlichkeitsrechtsverletzung, denn noch habe ich eine Person und noch entscheide ich selbst, das mal gesagt zu haben. Dass er eine sogenannte Textur erhält, die sich gewaschen hat, ist klar, hiermit vollzogen. Aber ich will jetzt nicht unerzogen, ich möchte auch nicht zürnen, ich demonstriere ja nur den weihnachtlichen Geist. Und den weihnachtlichen Geist hoffe ich, dass er erwacht und diese Herrschaften mal richtig läutert. Warum, kann ich euch sagen. Weil 220 Millionen geflossen an die Funk-Mediengruppe, die in der Stadt Essen dort arbeitet. Und die machen natürlich Fett-Propaganda. Ja, auch die anderen haben richtig Geld bekommen, damit sie das auf den Weg bringen können, was sie auf den Weg gebracht haben. Es hat richtig viel Geld, oder es ist viel Geld geflossen, um euch ein Geschenk zu machen, nämlich die Spritze im Arm. Ja, nur was dabei rauskommt, das müsst ihr ertragen. Dass das eine persönliche Rechtsverletzung ist, das interessiert niemanden. Jeder hat das Recht, selbst zu entscheiden. Auch der Weihnachtsmann. Ich habe nun entschieden, dieses Video zu machen, zu bearbeiten, auf den Weg zu bringen und euch zu danken. Ich möchte mich wirklich von ganzem Herzen bedanken, dass ich euch kennenlernen durfte. Ja? So, ich weiß nämlich nicht, was mir passiert mit 20% Herzleistung, weil ich mein Herz euch geschenkt. Ich habe mein Herz euch geschenkt, deswegen ist mein Herz natürlich schwach. Bleibt ja nicht aus. Aber es ist so, deswegen heiße ich auch Nikolaus. Nikolaus kommt in euer Haus und beschenkt euch. Ich beschenke euch gerne, so ist es nicht. Und ich habe euch gerne beschenkt, jeden Einzelnen von euch. So, ich bedanke mich bei Prashant Jaiwal, der also auch bei Stromberg mitgespielt als Inder. Gewisse andere, Frank Montenbruck, der die Frontfigur gespielt, der vorne mit der Aktentasche immer langgelaufen in Köln, die besagte Brücke. Ariane Raspe, die auch, wie gesagt, bei Stromberg war. Wie komme ich darauf, weil Herr Stromberg jetzt auch mal wieder für gutes Geld einen macht, damit wir hier uns pieksen lassen. Aber egal. Es geht hier nicht um Pieksen, es geht hier um Weihnachten. Es geht um den weihnachtlichen Geist und es geht darum, dass es euch gut geht. Ja? So. Dass ich zwischendurch harte Töne, dass ich zwischendurch etwas sage, möge mir bitte verziehen sein. Aber ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch, wie ihr auch, und ich habe erkannt, was wirklich tatsächlich ist. Ich möchte nicht noch einmal in das Jahr 1920 bis 45, auch 20 bis 45, möchte ich nicht dasselbe erleben. Jeder Mensch, der auf einen anderen hört und nicht auf sich selbst hört, ist dann in der Schuld selbst.
Wenn ihr nur auf andere hört und glaubt, was dieser sagt, und am Ende seid ihr die Dummen oder liegt im Sarg, dann könnt ihr nicht sagen, nee, das könnt ihr nicht. Ihr müsst es dann halt ertragen. Gut, leben tun wir nicht alle, aber es wird Zeit, dass die Lebendigen es verstehen. So, die Mediengruppe hat 220 Millionen bekommen, damit sie Propaganda machen kann. 220 Millionen. Früher waren wir über 60 Firmen, die halt im Bereich Videojournalismus, im Journalismus und die studierten Journalisten, die sich auf ein Fach konzentriert haben. So, wir leben hier alle im GG5. Wir haben das Recht zu veröffentlichen im GG5. Das ziehen wir auch durch. Das GG5 wurde angegriffen, hat auch keiner begriffen. Hat auch jeder Mann versucht, auch dieser gewisse Rechtsanwalt, den ihr bei YouTube sehen könnt, WPS, die Gruppe. Er war mal oder er ist immer noch Rechtsanwalt in einem Medienhaus. Aber egal. Ich bin euer Klaus, ich bin euer weihnachtlicher Mann, der vor dieser Kamera gesprochen hat. So, diese drei habe ich, Laudatio in Stromberg, die Serie hat mir gefallen, Adriane Raspe, Praschant und Frank Montenbruck waren hier zu Gast. Danke. Und diverse andere Schauspieler auch. Sind unbekannt, bleiben unbekannt, ich weiß nicht, wie es ihnen geht. So, die andere Gruppe sind bekannte Schauspieler. Aber den grüße ich jetzt nicht, weil es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nur, Menschen zu grüßen, die noch Mensch geblieben und nicht an der Klingelkasse. Ja, warum sage ich das? Ganz einfach. Wenn ich diese Herrschaften ansprechen würde, müsste ich sehr viel Geld bezahlen. Und sie würden dasselbe machen, was ich jetzt hier mache, den Weihnachtsmann mimen für mein Geschäft. So, mein Geschäft, das bin ich. Ich habe es gebaut, ich habe es erdacht vor 50 Jahren. Und vor 40 Jahren habe ich es dann vollzogen. So, und jetzt soll ich fremde Leute nehmen, die mein Geschäft nach vorne bringen? Nein, danke, ich mache es selbst. So, natürlich könnte ich jetzt hergehen, einen wahnsinnig tollen Schauspieler nehmen. Ich könnte auch mit Herrn Bürgermeister hier stehen und etwas generieren. Wow, Umsatz. Aber da freut sich nur einer, und das ist das Finanzamt. Das brennende Finanzamt ist ein Gedicht. Befindet sich auf der Märklin-Eisenbahn. Das brennende Finanzamt. Aber nicht wirklich. So, die Stimmung ist angeheizt. Heute haben wir den 4. Advent. Und ich bin euer Weihnachtsmann, der jetzt das Weihnachtliche auf den Weg bringt. Denn dieses Video ist ja jetzt bei YouTube zu sehen. Und ihr könnt gehen oder sein lassen oder mir weiterhin zuhören. Also. Diese Botschaft geht natürlich an alle, die viel Geld bekommen und sich ihre Seele haben verkauft. Ich wünsche mir von ganzem Herzen den Sinn von Weihnachten, dass der über euch kommt, egal ob ihr Mann, Mann, Frau, Frau oder Normalbürger seid. Ich spreche nicht nur die Kunst allgemein an, ja? Ich spreche jeden an. Weihnachten ist für jeden da, egal wie es ist, was es ist. Im Kriege, im Ersten, haben sich die Menschen auch auf Heiligabend getroffen. Sie waren spinnefeind, sie haben sich kaum verstanden, aber sie hatten Spaß. Am anderen Tag hat man sich gegenseitig wieder getötet. So war der Erste Weltkrieg. Aber im Zweiten Weltkrieg wurde das auch zelebriert. Da waren sie dann doch ein bisschen pikierter wie sonst. So, Gott sei Dank sind wir befriedet worden. Und darum geht es in diesem Video. Wir sind befriedet worden. 1949 ist der Frieden uns als Geschenk gegeben worden. Frieden. Frieden auf Erden. So, seitdem haben wir natürlich immer Angst, dass der dritte Krieg kommt. Wenn der dritte Krieg kommt, dann haben wir nichts mehr zu lachen. Dann soll auch eine Pandemie uns scheißegal sein. Ist so. Die Pandemie ist eine Lüge, eine Plan-Mie mit 220 Millionen dort gekauft, mit Millionen dort gekauft. Eine Frau im Bundestag hat 4 Millionen bekommen, damit sie unterschreibt, Maskenpflicht, Maskenpflicht, Maskenpflicht. Kein Scherz, das ist halt so. So, Problem ist halt nur, dass viele, die euch etwas erklären wollen, auch nur ans Geld denken und dann vor der Kamera stehen und dann euch etwas erzählen. Meiner einer hat 2, höchstens 4 Zuschauer und die grüße ich von ganzem Herzen. So, die anderen haben 50.000, 1 Million Zuschauer und kassieren richtig Geld. Und sie erzählen euch etwas von, ihr wisst schon. So,
dieses weihnachtliche Gefühl, ich weiß es nicht, ob ich euch es übermitteln kann. Ich will und ich möchte auch nicht darüber weiterhin philosophieren. Ich möchte euch auch nichts generieren. Jeder Einzelne von euch hat ein persönliches Recht. Und dieses persönliche Recht soll er bitteschön auch in Angriff nehmen. Ich wünsche euch nicht nur wunderschöne Weihnachten 2021. Ich wünsche euch auch den Funken von Weihnachten. Ich hoffe, Heiligabend, Weihnachten, geht bei euch mal die Lampe an. Ihr merkt, nicht saufen. Und nicht raufen, ich weiß. Es ist halt so. Es wird gesoffen, es wird gerauft. Und wenn ihr solch ein Video seht, wie so ein Typ, der so Mützen auf hat und den weihnachtlichen Mann da spielt, der hat sie wohl nicht mehr alle. Mag sein, dass ich sie nicht mehr alle habe, aber ich bin wunderbar verbunden. Streit eskaliert, LKW-Fahrer überfährt Kollegen. Tja, so ist das zu Weihnachten. Ihr merkt, Breaking News. Meiner einer ist nun mal und ich bin Videojournalist, ich bekomme Antwort. Also ein LKW-Fahrer eskaliert und fährt einen anderen LKW, bam, kurz vor Weihnachten tot. Muss das sein? Nein. Aber der Mensch ist halt ein Barbar. Ja, ein Mensch ist ein Barbar. Ich werde auch zum Barbar. Oh ja. Meine Zeilentexturen genannt an Bürgermeister, weil der mich mal wieder meiner persönlichen Rechte entziehen will. Meine persönlichen Rechte lasse ich mir nicht entziehen, deswegen stehe ich hier vor der Kamera. Ich habe ein persönliches Recht und dieses persönliche Recht nehme ich auch wahr. Ich lasse jeden zu, ob Mann, Mann, Frau, Frau, normal Bürger. Twitter, keine Ahnung, bekloppt oder nicht bekloppt, jeder Mensch ist Mensch. Mehr ist er nicht, ich auch. Ich bin nichts wert. Sonst würdet ihr ja nicht so über mich urteilen. Wenn ich einen gewissen Wert hätte, würdet ihr ziemlich anders über mich reden. Ne? So, genannt hatte ich Prashant, Frank Montenbruck, Ariane Raspe. Aber jetzt komme ich zu denen, die ich wirklich mag. Das ist Dr. Dett, Mut zur Lücke, Dr. Scholz. So, und dann mag ich noch einen, den Detlef Scholzen. Das ist nämlich ein Schauspieler. Ja. So, auch diese Herrschaften waren hier in diesem Studio. Nicht ich nur allein, nein, hier waren schon viele. An die anderen kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich hatte hier ganz viele, um die 50. Ich hatte hier auch welche, Mut zur Lücke, das war wie gesagt Dr. Dead. Und dann irgend so ein Grimm-Märchen wurde hier gedreht, ja, im anderen Studio. Ich bin jetzt im kleinen Studio. Dr. Scholz weiß halt, was ich meine. Und Herr Scholzen, der Schauspieler, weiß es auch. Frank Montenbruck weiß es auch. Prashant weiß es auch. Ariane weiß es auch. So, wir haben mehrere Studios und darin arbeiten wir. Und da komme ich zum Schluss, jetzt komme ich nämlich mal zu mir. So, meiner einer möchte euch natürlich weiterhin bedienen, meiner einer möchte euch weiterhin das Gute generieren, auch wenn ihr im Schlechten leider funken müsst. Fax, E-Mail und so weiter. Wir leben im Zeitalter des Datenhighways mit Zuhilfenahme von Maschinen. Wir sind zu Gast bei YouTube, Facebook, WhatsApp, Instagram and so on. Das ist halt so. Da wird sich nicht ändern. So, jetzt die Adresse mal an unserem Oberbürgermeister, der mir einen Stern geschenkt, den Fuhrmann, so heißt er, in 9,8 Billionen Kilometer Entfernung. Man sieht ihn trotzdem, den Fuhrmann, am Himmel, weil er ziemlich groß strahlt. Den hat er mir geschenkt. Dieser Planet hat jetzt meinen Namen. Ich habe eine Urkunde bekommen. So, das ist jetzt mein Planet. Dass er mich dahin wünscht, ist klar, weil ich ziemlich kritisch bin. Ich werde auch immer kritisch bleiben, aber ich werde vorsichtig kritisch bleiben. Ich werde also keine Wahnsinnsvideos machen wie die anderen, wie Reitschuster und Co. Nein, ich habe auch heute noch korrespondiert mit Herrn Gysi, weil ich Herrn Gysi seit 2007 mal kennengelernt und ich begrüße auch seinen Sekretär, der mir immer dann zurückgeschrieben hat. Jetzt zurzeit schreibt Herr Gysi selbst, weil er ist Rechtsanwalt und schreibt mir halt zurück. So, helfen kann er nicht, weil er ist im Bundesland Berlin. Ich bin im Bundesland Nordrhein-Westfalen. So, ich kann leider nichts ändern. Ich habe jeden Tag Menschen, denen ich zuhöre. Ich habe Querulanten, Phantasten und ich habe Normalbürger. Sind alle bei mir zugegen. Ja, auch Stars und Sternchen. So, es war eine schöne Zeit, wo wirklich die echten Stars hier waren. Das ist so schon 12 Jahre her. Aber egal. So, ich hoffe mir. Also ich hoffe für mich persönlich, dass das Jahr 2022 besser wird. Dass ich gleich an einer
Maschinerie, Sitze und Texturen auf den Weg bringen werde, ist klar, weil ich lasse mir nichts mehr gefallen. Ich lasse mir gar nichts mehr gefallen. Ja? Das brennende Finanzamt brennt weiterhin lichterloh und gehört aufs Klo. Die sogenannte Funkmedia, die eine Lobby ist, die euch tagtäglich verarscht unter ARD, ZDF und WDR. Denn ARD ist 1950, ZDF 1951 und der WDR 1955 von Adenauer beglaubigt worden. Ist in Ordnung? Machen wir. Hört sich gut an. Aber wie soll ich das bezahlen? So, da hat Adenauer eine tolle Idee gehabt. Lass den Bürger bezahlen. Der Bürger hat nichts gesagt, der hat bezahlt. Erst 5 Mark und nachher wurde es teurer. So, gewisse Herrschaften, die Häuser haben, also Immobilienbesitzer, sind dann hergegangen und haben dann die Antenne auf dem Dach für 9,90 Mark dem auch nochmal dem, nicht Kunden, sondern dem Mieter aufs Auge gedreht. Dann kamen die Freien nach 80 und die haben euch auch nochmal ein Kabel an die Wohnungstür genagelt, wo ihr dann die Freien sehen konntet für 19,90 Mark. Ja, so war das. Heute im Jahre 2021, 2022 wisst ihr ja. Aber es wird Zeit, dass diese Funkmediengruppe, die 220 Millionen bekommen hat, um eine Propaganda zu fahren, dass ARD, ZDF, WDR doch mal sich zurückziehen oder wir denen nichts mehr bezahlen. Ja, wer selber zahlt, ist selber schuld. Wer selber glaubt, ist im Glauben schuld. Es ist halt so. Kritiker, warum auch nicht? Kritische Menschen. Weihnachtsmann ist ein kritischer Mensch. Denn ein Weihnachtsmann sieht in dem Buch, in seinem goldenen Buch, wer gut und wer schlecht. Versteht ihr? Das ist ja nur der Sinn der Sache. Wer ist gut und wer ist schlecht? So, beschenken. Beschenkt wird ein guter wie ein schlechter. Ja? Also ein Weihnachtsmann kommt nicht vorbei und schenkt euch Kohle. Das ist Schwachsinn. Und ein Weihnachtsmann kommt auch nicht von Coca-Cola. So, der Sinn im gesamten Unsinn, was wir jeden Tag betreiben, das da ist auch Unsinn, das weiß ich, sonst will ich jetzt nicht sowas zwischen die Hörner kriegen. Ich bekomme immer ein zwischen die Hörner, ich habe mich daran gewöhnt. Ist halt so. So, ich saß jetzt hier in meinem Studio und habe den weihnachtlichen Geist euch vollzogen, indem ich dieses Video gemacht habe. Ich hatte Freude daran, ich hatte Spaß daran und ich hatte auch die Arbeit daran. Na, ich musste das ja arbeiten. So. Mir ist nur aufgefallen, dass man Ü60, 70, 80 loswerden will. Das ist kein Scherz, das ist die Wahrheit. Und die Wahrheit ist gruselig. Ist so. Man will die Leute zwischen 60 und 80 weghaben. Und man möchte auch die Jugend zwischen 5 und 15 so ein bisschen verringern. Ja? Es gibt sogar schon Ärzte, wenn ihr geröntgt werdet, bitte aufpassen, dass ihr den Bleigürtel auch wirklich tatsächlich umbekommt. Das ist jetzt auch kein Scherz. Es gibt Ärzte, da kommt ihr in den Röntgenraum, ihr glaubt es kaum, und ihr tragt den Gürtel nicht, den Bleigürtel. Und wenn die Röntgenstrahlen dann auf einen männlichen Rücken oder auf einen männlichen, dann denkt mal drüber nach, wenn ihr nicht mehr zeugungsfähig seid. Tja, wir leben in einer Perversion und die Perversion wird jetzt neu gestaltet. Pervers war es schon immer. Der erste Krieg schon alleine, Glaubenskrieg alleine, Städtekrieg, alle Kriege. Wir kennen das Jahr 2021, es sind 2021 Jahre, in diesen waren schon viele Kriege. Besonders der Amerikaner, der jetzt über 250 Jahre hat mindestens 248 Kriege geführt. Erstmal gegen sich selbst, Bürgerkriege und so weiter und so fort. So, wenn ihr das alles braucht, ist okay, dann schnappt euch eine Waffe und ballert um euch herum. Punkt. Meiner einer braucht es nicht. So. Friede, Freude, Eierkuchen, weiß ich, ist scheiße, weil Friede, Freude, Eierkuchen ist wie eine Sekte, das macht keinen Spaß. Immer nur nein, danke. Draufhauen, umhauen, weghauen, das macht viel mehr Spaß, macht viel mehr Laune. Ey, du alter Sack, du gehst mir Sack, du Arsch. Ist halt so. Ihr seid alle ein bisschen verdorben, das ist so, warum, weiß ich nicht. Und die wenigen, die nicht verdorben sind, sehen solche Videos nicht. Ist halt so. So, ich bedanke mich total recht herzlich. Also wie gesagt, an die Schauspieler, für die ich tätig sein durfte, für die Gruppen, für die ich tätig sein durfte, die sich
tagtäglich verkleiden, die tagtäglich irgendwas machen, überall langschreiten, Star Wars lieben, Star Wars mögen, etc. und pp. Auch die Star Trekker, die hatte ich ja auch. Star Trek gibt es seit 79 auch nicht mehr. Aber das ist halt so. Was jetzt ab 2022 kommen möge, das weiß ich natürlich nicht. Ne? So, jedem möge ich noch einmal sagen, weihnachtlich. Weinen in der Nacht, das wird wohl erscheinen. Das Weinen in der Nacht möge jeder persönlich selbst entscheiden. Ja? In der stillen heiligen Nacht nicht nur Geschenke über den Tisch reichen, sondern auch vergleichen. Kommt es von Herzen oder ist es einfach nur mal obligatorisch? Die Krawatte, ihr wisst schon, die Socke und so weiter. So, noch einmal. Ich habe jetzt ein weihnachtliches Video auf den Weg gebracht. Ich werde angegriffen. Ich werde denunziert, ich werde in die Ecke gestellt, ich werde rasiert. Ist so, bleibt so, wird sich nie ändern. Aber eines weiß ich, dass ich nur noch 20% Herzleistung habe, weil ich 80% Herz gegeben habe. Ich habe 80% meines Herzens gegeben für das Gute. Ja? Ich kann nicht mehr, weil 20% ist ein bisschen wenig. Ein bisschen brauche ich auch. Okay? So, es mag sein, dass ich hin und wieder etwas grob werde. Dass ich sogar böse werde, dass ich sogar eine Textur auf den Wege bringe, ob nur an Herrn Gysi oder an unserem Bürgermeister, Herr Kufen. Ich sage den schon mal, Mann, Mann, Frau, Frau und Familie. Für mich ist Familie wichtig, nur meine Familie existiert nicht mehr. So, der gute Geist hat sie geholt und der gute Geist möge sie auch alle behüten. Ja, ist halt so. Der Jüngste war 6, die Ältesten waren 89. Die anderen, hoffe ich, leben noch. Die da irgendwo rumschwirren. Alle sind ja noch nicht gefallen, aber der größte Teil ist klar. Wenn man 1900, 1920 geboren, ist man jetzt schon ein bisschen zu alt. Ich hatte das große Glück, mittendrin geboren worden zu sein, dass ich jetzt hier noch stehe und meinen Beruf generiere. Videojournalismus, Kameraarbeit, Film generieren und so weiter und so fort. Ob ich jemals das Glück haben werde, gute Storys auf den Weg zu bringen als Filmemacher, Fotogeneration und so weiter. Das Problem ist ja Instagram und TikTok und Facebook und vor allen Dingen dieses besagte Telegram. Ja, Telegram, da kann man die Wahrheit noch sagen, das mögen die anderen nicht, weil die Lügner vorm Herrn möchten ja immer, dass wir die Lüge glauben. Und wer die Lüge glaubt, muss selbst dran glauben, denn die Lüge hat euch im Griff. Das ist halt so. So, ich habe jetzt ein verdammt langes Video gemacht und ich glaube, das hat sich keiner bis zum Schluss angehört, was ich gesagt habe, aber ich bin froh, dass ich es gesagt habe, denn ich liebe Weihnachten. Ich liebe Weihnachten von A bis Z und ich lasse mir Weihnachten nicht nehmen. Wenn ich der letzte Bürger auf diesem Planeten sein sollte, aus welchem Grund auch immer, werde ich an dem Tag an euch denken und weiterhin euch gedanklich Geschenke schenken. Ist so. Ich habe so vielen Geschenke geschenkt. Ich habe so vielen geholfen, ob in Textur, Impressur oder auch anders. Ich habe euch geholfen und ich habe euch gerne geholfen und ich habe euch gerne vom Herzen aus geholfen. Aber wenn ich jetzt feststelle, dass ich so viel geholfen, zu 80%, dass ich jetzt feststelle, dass ich nur noch 20% habe und somit kein Echo, ich habe die 80% niemals auf irgendeine Art zurückbekommen, ist so. Muss ich natürlich bedenken, dass ich nicht noch mehr Liebe gebe, wie ich geben konnte. Es geht nicht. Irgendwann ist halt mal Schluss. Und hiermit, mit diesem Video, sage ich, die Hilfe meiner einer euch gegenüber hat nun mal ein Ende. Bis ich wieder diese Kraft haben möge, dass ich die Liebe wieder schenken kann, muss ich leider mich zurückziehen. Ich bin euer Weihnachtsmann, er erscheint nur einmal im Jahr, ist klar. Bringt euch keine Geschenke, das macht er überhaupt nicht so. Das ist ein Filmmythos. Ja, das ist ein Filmmythos. Er bringt euch den Gedanken, er kommt vorbei und bringt euch den Gedanken von Weihnachten, dass ihr wach werdet. Möget ihr wach werden und merken, wer sagt die Wahrheit, nicht als die Wahrheit, und wer lügt im Mantel der Wahrheit. Warum will man, dass ihr euch impfen lasst? Warum? Hallo? Jeder für euch muss doch merken um sich herum, wer fällt denn um? Hm? Dass jemand umfällt, ist klar. Ich muss mir auch immer anhören. Ja, ich war selber im Krankenhaus. Aber das interessiert euch ja nicht. Ich war also selbst im Krankenhaus. Man hat an meinem Herzen gearbeitet. Tja,
Mein Herz, wie gesagt, hat nur noch 20%. Also die 80% ist nur sinnbildlich. Die habe ich natürlich nicht verschenkt, sondern die hat sich ein Arzt geholt. In dem da reingegangen, eine Biopsie, Fleischstücke rausgenommen und dann kam, ja, wenn was passiert, ich bin ja da. Wenn was passiert wäre, und ich lag ja mehr als einmal im Koma, das ist halt so. Ich lag also mehr als einmal im Koma. Ich war 4 lange Wochen in Quarantäne, weil man mir das befohlen. Man hat es mir befohlen, ich habe es gemacht, ich war sogar insgesamt 8 Wochen in Pressur. 8 lange Wochen habe ich mich streng dran gehalten. Ich habe mich 12 Monate unterzogen an Arznei. Ich habe nichts mehr gekonnt. Ich kam den Berg nicht hoch, ich kam die Treppe nicht hoch. Ich hatte kaum Sauerstoff. Ja? Mein Herz flog mir bald aus der Brust, es flippte aus. So sah es aus mit 9 Tabletten täglich. 9 Tabletten täglich und ich habe an Gott und den Gott in Weiß geglaubt, an einen Arzt geglaubt. Dieser Arzt hat mich verarscht. Punkt, Doppelpunkt. So, ich bin ihm nicht böse, er will ja Geld verdienen. Soll er. Er soll Geld verdienen. An mir hat er viel verdient. Nicht nur die 16.500 Euro für die Zähne, nein, nein, auch 4.500 für eine Weste, damit ich am Leben bleibe, bla bla bla. So, mir ist die Lampe angegangen. Mir ist der Geist der Weihnacht erschienen, deswegen möge ich, oder deswegen sage ich, möge er auch euch irgendwie erleuchten. Okay. Es macht natürlich viel Spaß. Allem Instagrammer, Facebooker, WhatsApper, YouTuber, ja, ihr alle macht es aber nur aus Geld. So, wenn ich meiner einer in seinem Alter, wie gesagt, frage, mach den Kopf zu, Alter. Geh weg. Ist doch so. Mach Kopf zu, Alter, geh weg. Das ist doch die Ansage, die jeder alter Mensch mittlerweile erhält, oder? Sehe ich das falsch? Fang mal an zu denken. Fang mal an zu denken. Ich weiß. Es war nur ein Videoclip von einem Bestussten, der den Weihnachtsmann mimt. Ich weiß.